Mit der Religion habe ich es persönlich ja nicht so. Aber es gibt junge Leute, für die sind Glaube und Gott so wichtig, dass sie sogar ein christliches Internetradio gründen. Fisherman FM heißt das und ich bin echt gespannt, was wir die Macher gleich erzählen, was es für sie bedeutet, Christ zu sein. Hi, ich bin Daniel. Hallo, Xenia. Hi. Hallo, Tobi. Martin. Hi, freut mich. Könnt ihr mir zeigen, wo es lang geht? Ja, auf jeden Fall. Wieso macht ihr das eigentlich alles? Also was ist eure Motivation dafür? Ja, Christ zu sein ist halt ist kein Hobby. Wenn man Christ ist, betrifft es den Sinn des Lebens. Also unser Anliegen ist, die Freude am Glauben eigentlich rüberzubringen. Das ist etwas, was real ist. Gott ist konkret, er ist nicht irgendwie abstrakt, ist keine Ideologie, sondern er lebt, er ist da. Aber meinst du kannst mir das heute versuchen beizubringen? Wir versuchen es. Ja, willkommen bei uns da, zu Hause. Indianer Longboard, sonst habe ich einen Lang. Aber wie passt denn das für euch zusammen? Hip, Longboard und sowas Uraltes, im Grunde ja auch Konservatives, wie Katholizismus, Christentum, Glaube. Es ist einfach immer aktuell, das ist das Schöne. Es war aktuell im Mittelalter, es war aktuell vor 2000 Jahren mit Jesus und es ist heute aktuell. Die wirklich konkrete Botschaft, die Jesus gebracht hat, die ist aktueller denn je. Und die ist für dich ganz kurz und knapp? Für mich ganz kurz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dafür muss man sich selbst erstmal lieben. Ja, eben, da fängt es eigentlich an. Das ist das kleinste Radiostudio der Welt, 25 Quadratmeter. Aber das sieht top professionell aus. Ich hatte nur die Idee, die Vision und haben dann einfach angefangen zu beten. Ist ein Mikro so vom Himmel gefallen? Zum Beispiel, auf einmal war alles da. Das spielt jetzt hier gerade, das gibt's doch alles. Jetzt ist gerade Sparehead. Reggae-Katholiken, wie geil. Wenn man nicht wüsste, sie sind Katholiken, könnte man glauben, die kiffen. Passt es nicht zusammen, kiffen und katholisch sein? Nein. Echt nicht? Weihrauch okay, aber sonst... Weihrauch okay. Spielt ihr denn nur Musik, die irgendeinen christlichen Bezug hat? Nein, nicht ausschließlich. Also Haftbefehl wird bei euch nicht laufen? Nein, Bushido nicht auch nicht. Was ist mit Losing My Religion von R.E.M.? Guter Song, sehr guter Song. Halt immer mit Erklärungen. Ich sag, okay, stellen wir uns die Frage, was ist das? Ist ein Aufschreien des Menschen? Was passiert da? Mein erster Eindruck ist, dass sie eigentlich total normal sind, so von außen betrachtet. Hipster-Sonnenbrille, bunte Hose, könnten meine Freunde sein. Aber diese Spiritualität, die merkt man dann doch, vor allem in diesen Worthülsen, die sie benutzen. Mit denen kann ich irgendwie noch nicht richtig was anfangen. Ich möchte einfach wissen, was dahinter steckt, was sie damit wirklich meinen. Das ist Fisherman FM live, heute aus dem Studio in Zürich Altstädte. Wir haben den Gast bei uns im Studio, den Daniel Bröckerhoff. Guten Tag. Wir haben eine spannende Diskussion über Gott und die Welt. Was glaubt Daniel, was glauben wir? Ja, wir haben ja gehört, Daniel liebt Samba Percussion und er spielt... Quasi meine Form des Gebets. Musik ist in meinem Leben sehr wichtig und das war eine sehr schöne Platte. Und auf einmal merkte ich, wie ich Gänsehaut bekam, wie ich irgendwie ganz tief in mich reintauchte und mir schossen Tränen in die Augen und ich wusste gar nicht, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Ich habe mich dann gefragt, fühlt sich so Gottesgläubigkeit an, Religion, vom göttlichen Funken berührt werden oder sowas? Es gibt diese Momente, wo du einfach Gottes Nähe spürst, oder? Aber wichtig ist auch, dass Glaube ist nicht ein Gefühl. Also es ist nicht nur, wenn wir auf der Wolke schweben, dann sind wir okay. Und Gott ist immer da, Gott ist immer bei uns. Es gibt eine sehr schöne South Park-Folge, wo die Erde untergeht und alle Gläubigen finden sich auf einmal in der Hölle wieder. Und alle so, ey, ich war doch Christ, ich hab doch gebetet, was ist denn los? Und dann kommt ein Sprecher auf die Bühne und sagt, Leute, es tut mir leid, die richtige Antwort war Mormonen. Mormonen kommen in den Himmel. Es tut mir leid. Was macht ihr, wenn das so kommt? Als Katholiken glauben wir, dass alle Menschen guten Willens schlussendlich die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Wir glauben an die Barmherzigkeit. Wir glauben, dass Gott barmherzig ist, dass er gütig ist, dass er jeden Menschen liebt. Auch die Mormonen auch natürlich. Auch Daniel natürlich. Gott, du hast auch die Möglichkeit. Daniel. Let's preach some food. Wie ist denn das? Wird jetzt gebetet vorm Essen? Ja, wir beten normalerweise. Das betet man da? Wir singen Kumbaya und halten es an den Händen. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, du bist die Quelle alles Guten, der Spender allen Segens. Ja. Macht ihr das vor jedem Essen? Ich versuch's, ja. Auch wenn du einen Burger dir holst, abends nachts um 4? Selbst der Burger. Das waren ganz schön tiefgründige Fragen, die wir uns da gestellt haben. Passen denn Vernunft und Glaube zusammen? Ist Gott noch glaubwürdig? Gerade wenn man sich das Elend auf der Welt anguckt, was macht Gott eigentlich beruflich? Und wer hat Gott geschaffen? Glaubt ihr an Urknall oder glaubt ihr, seid ihr so, dass ihr sagt, Gott hat die Erde geschaffen und das mit der Evolution ist alles Schwachsinn? Wir sehen die Bibel als interessanten Schöpfungsbericht, aber wir müssen nicht sagen, dass es 1:1 so war, oder? Sag mal, Tobi, sind Christen die besseren Spieler?
Weil sie fairer sind und netter. Lieber mit einem Atheisten, der Frisbee spielen kann, als mit einem Christen, der es nicht kann. So, Frisbee spielen kann echt gut. Aber jetzt müssen wir noch eine Sache machen, vor der habe ich ein bisschen Respekt, weil es ist eigentlich gar nicht meins. Beten. Es fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Vielleicht habe ich auch Angst vor dem, was da passiert. Ich weiß es nicht. Wenn was passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts. Passiert da was? Also der Himmel wird sich öffnen und... Der Blitz kommt da nieder. Warum betet man eigentlich? Ja, es ist der Moment, an dem man mit Gott in Kontakt tritt. Man kann Gott nur kennenlernen, wenn man mit ihm anfängt zu sprechen und anfängt zu beten. Okay, ich probiere es mal. Mal gucken, was passiert. Man beginnt mit dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Herr, danke für diesen schönen Sonnentag. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke für Daniel, der uns besuchen gekommen ist. Unser Tun, unser ganzes Dasein wollen wir in deine Hände legen und vor allem auch in die Hände des Vaters. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Daniel! Well done. Es ist schon noch speziell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie du sagst, das ist intim. Was du dann gesagt hast, war dann natürlich auch sehr persönlich und das berührt einen natürlich auch, wenn dann jemand so einen Dank da, also Dank ausspricht dafür, dass man da ist. Das ist schon.